So, und nach dem Upala und nach dem wunderbaren Gesprächsthema machen wir jetzt hier mit dem üblichen weiter. Ich habe jetzt auch nichts Böses darin gesehen oder sowas, um Gottes Willen. Wenn sich jetzt jemand irgendwie diskriminiert fühlt, gerade was ich angesprochen hatte in der letzten Folge, da kann mir ja gerne einen Kommentar drunter geben oder mir ein Dislike auf dieses Video geben. Aber Leute, wenn ihr mir ein Dislike oder hier irgendwelche Dislikes auf irgendwelche Videos gebt, ja, dann schreibt mir bitte mithin in den Kommentaren, warum ihr einen Dislike gegeben habt. Wenn ihr es nicht hinschreibt, ja, dann kann ich mich auch nicht verbessern. Ihr müsst schon die Gründe nennen. So. Weil ich habe auch ganz, ganz viele Videos hochgeladen, wo viele, viele Dislikes mit drauf sind, zum Beispiel Real-Life-Videos, Reisen-Event-Videos. Manche Videos haben ja mehr Dislikes als Likes, aber es hat niemand drunter geschrieben, warum. Es können auch irgendwelche Hater sein, die sagen, ja, das Video ist zwar cool, ich finde es aber trotzdem scheiße und ich gebe ein Dislike. Ne, das kann ja jeder sagen. Oh, hier der Let's Player oder der Typus hier, keine Ahnung, der Blabla so und so XY, der ist ja voll cool, voller coole Typ, der fetzt. Der macht auch coole Videos, aber ich find's trotzdem scheiße, Dislike. Ihr müsst dann schon sagen, warum. Oder schreiben, warum. Das kann ich doch nicht wissen. So, wir kommen schon wieder zum Thema Meinungsfreiheit. Jeder soll das denken, was er möchte, oder machen, was er möchte. Und das tun, was er möchte, ne? Ich weiß, man kann es nicht immer jeden recht machen, das ist klar. Aber Begründungen muss es doch schon mal geben. So, jetzt höre ich mal auf damit, weil sonst steigere ich mich immer mehr darin rein und dann bin ich wieder unglücklich und werde dann sagen, oh, warum soll ich jetzt diese Folge hochladen? Wieso? Warum? Ich habe ja so einen Scheiß gelabert, das kann ich doch nicht hochladen. Und dann kommt wieder das Gekatte und Geschneide dann wieder in den Videos. Und anstatt 10 Minuten gehen die dann irgendwann mal bis 5 Minuten bis 8 Minuten und das muss nicht unbedingt sein. Ich habe natürlich davon auch ein paar Videos gehabt, wo ich ein bisschen über die Stränge geschlagen habe, wo ich dann gesagt habe, gut, das musst du jetzt wirklich schneiden, das musst du jetzt wirklich ein bisschen cutten, jetzt alles. Es geht nicht anders, ja, es geht dann einfach nicht anders. Manchmal muss man diese Prioritäten dann setzen, das ist dann klar. Weil man will ja irgendwo noch seriös noch da, noch seriös rüberkommen, sage ich mal. Jetzt habe ich das Wort gefunden. So, wir machen jetzt erstmal weiter. Oh, mir stößt ständig auf hier, ich weiß nicht warum. Wir machen erstmal weiter, die Erde hier wegzumachen. Ich werde auch gleich mal anfangen, hier das Aufnehmen wieder mal zu beenden und zu sagen, gut, heute hast du genug gemacht, saust du dich hin und pennst erstmal ein paar Stunden. Ne? Momentan haben wir es ja mitten in der Woche. Man könnte sagen, die letzte Juliwoche könnte man sagen. Ja, und jetzt wisst ihr auch, weil ich das aufgenommen habe, wenn ich sage, letzte Juliwoche, es sind nur noch wenige Tage, bis der Juli schon vorbei ist, dann haben wir schon wieder August und oh, da dauert es immer lange, dann ist das Jahr auch wieder vorbei. Die Zeit verrennt und verfliegt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das geht so rasant und schnell, so schnell kann man überhaupt nicht gucken. Man sollte die Zeit schon nutzen, die man hat. Das waren bloß die wenigsten. So, was haben wir jetzt hier? Ich schlag jetzt mal das ganze Stein mal hier weg. Oh, ich habe noch ein paar Spitzhacken hier. Haben wir schon viel, viel Cobblestone gesammelt oder Pflasterstein gesammelt. Die Kohle kommt auch mal hier oben rein, da kann ich die angeschlagene Axt schon gleich mal nehmen hier. Dann machen wir hier weiter.
Ich sollte gleich den Geist aufgeben. Dauert nicht mal lange. So, da war es schon weg. Kommt gleich die nächste hinzu. Ja, mit der weiterarbeiten. Ich muss ja gleich mal gucken, wie viele Folgen ich jetzt aufgenommen habe an diesem einen Tag hier. Das ist ja furchtbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es überhaupt kein Ende nimmt heute mit dem Aufnehmen. War vielleicht ganz gut, da man weiß, mal richtig schön vorproduziert und kann wieder mal ein langes Päuschen machen, sich wieder mal erholen von dem Ganzen und nebenbei auch wieder mal andere Projekte mal angehen. Beispielsweise will ich mir noch ein paar Eindrücke holen von ein paar Veranstaltungen. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Wir haben noch sehr viel vor uns auf jeden Fall. Das heißt wiederum mit meinem Partner und Kollegen hier, ne, Partner, Kollegen, je nachdem, wie man das nennt. Ich sage mal, na gut, ich würde es nicht sagen Geschäftspartner. Ich würde einfach mal sagen, Let's Player Partner, würde ich mal sagen, Freund und Kumpel, ja. Ja, wir haben schon einige Projekte in Planung. Ich kann den guten Herrn gerne mal hier oben verlinken in der Infobox. Das müsste jetzt oben erscheinen. Also in meiner Sicht oben rechts, von einer Sicht genau auch. Ja, oben rechts ist die Infobox, genau. Da könnt ihr mal bei Aussie Wolferson mal gucken. Sehr guter Let's Player, sehr guter Typ mit Dokumentieren. Macht gute Videos auf jeden Fall. Schaut mal bei ihm vorbei. Es lohnt sich. Werbung für andere ist natürlich alles, das ist klar. Und gerade wenn man zusammenarbeitet. Und nicht vergessen, Super Bros gucken, ne? Verlinke ich auch nochmal hier oben. Und zwar just in diesem Moment. Oben rechts verlinkt. Einfach draufklicken. Da könnt ihr mal schauen. So. Da hätten wir das. Weg. Ich habe auch keine Ahnung, wann diese Folge dann mal hochgeladen wird. Das wird noch eine Ewigkeit dauern, ehe die dann in die Öffentlichkeit kommt. So, hier sind wir jetzt auch gleich durch. Ich habe im Hintergrund noch Kohle gesehen, die will ich dann noch mitnehmen. Ich mache schon wieder viel zu lange. Ich mache schon wieder viel zu lange. Ich merke das auch daran, dass ich schon wieder Scheiße rede. Mal so aus dem Bauch rausgesagt. Warum sage ich das jetzt ständig? Weil ich wieder irgendwas eingetrichtert, weil ich das ständig sage. Furchtbar. Ich bin einfach übermüdet, das ist es. Aber wenn man vorproduzieren will, dann muss man diese Opfer halt mal eingehen. Jetzt gerade bietet sich ja die Gelegenheit, das zu machen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Kohle. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich brauche immer wieder mal ein paar kleine Sprechpausen, wie ihr das mitbekommt. Ist ganz normal, weil ich rede ja schon den ganzen Tag hier. So, und jetzt wird es Zeit, die Erde hier abzutragen. Nächste Folge.